Herr Mendel, die Ilwerke VKW befüllen bereits ihren zweiten Gasspeicher, das zweite Speicherfeld sozusagen der Seven Fields im Grenzgebiet von Oberösterreich und Salzburg. Die sind jetzt zu 98% voll. Das heißt, es stehen insgesamt 700 Gigawattstunden für Vorarlberg zur Verfügung. Das ist eine Zahl, unter der sich vielleicht viele nur wenig vorstellen können. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie viel vom Verbrauch in Vorarlberg wird denn jetzt damit gedeckt und für wen? Ja, es ist so, dass wir nach dem Überfall auf die Ukraine natürlich in die Situation kamen, dass gerade am Gasmarkt der Handel sehr, sehr schwierig geworden ist und wir auch Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel Gas für den kommenden Winter oder auch für das Jahr 2023/24 zu beschaffen am Terminmarkt. Und wir haben dann uns entschieden, einen Gasspeicher von der Firma RAK zu kaufen für 3 Jahre und diesen Speicher zu befüllen über den Sommer. Und das wird so gemacht, dass wir am Spotmarkt tagtäglich einkaufen, natürlich zu den Spotmarktpreisen. Das hat am 1. Juni begonnen und wir haben ein Speicherlos in, eben wie Sie sagten, in Seven Fields erworben, 500 GWh, das ist ein Teil, der einem dann zusteht und das Gas, das man dort einspeichert, ist dann unser Eigentum, dass wir dann natürlich tagtäglich das gekaufte Gas am Spotmarkt auch bezahlen müssen. Und wir haben dieses Gas begonnen einzuspeichern und wir haben vor einigen Wochen mit der RAK Gespräche aufgenommen, um diesen Gasspeicher noch einmal um eine Scheibe von 200 GWh eben auf die von Ihnen genannten 700 GWh erweitern zu können und haben dann auch die Speicherung fortgesetzt und sind mittlerweile, und ich bin sehr froh darüber, bei ja, knapp 700 GWh angelangt. Die restlichen knapp 20 GWh werden wir noch bis zum Ende dieses Monats füllen, aber natürlich mit einer sehr geringen Leistung. Also wir sind eigentlich quasi in unserem Speicher voll. Ich bin da auch sehr froh darum. Das gibt einfach Sicherheit für den kommenden Winter. Wir haben einen Teil natürlich für den Bedarf des nächsten Winters am Terminmarkt schon letztes Jahr und auch schon vorletztes Jahr eingekauft. Und insgesamt haben wir mit dem, was wir für den kommenden Winter eingekauft haben und jetzt eingespeichert haben, eine Volldeckung erreicht. Heißt diese Volldeckung, dass es eben diese für die privaten Haushalte gibt oder eben auch für die Betriebe und vor allem eben auch für die Industrie, die ja doch teilweise noch sehr gasintensiv arbeitet? Wir haben hier natürlich alles abgedeckt für unsere Haushaltskunden, für die Gewerbekunden, aber auch für Industriekunden, die bei uns schon Gas zugekauft haben und bestellt haben. Die Industriekunden können ja Gas, aber auch beim Strom bis zu 3 Jahre in die Zukunft mit den aktuellen Terminmarktpreisen bei uns einkaufen. Natürlich diejenigen, die schon vor 2 Jahren Gas für den kommenden Winter eingekauft haben, für ihren Bedarf, haben wir natürlich vor 2 Jahren zu sehr niedrigen Preisen für sie gedeckt. Und diejenigen, die natürlich später beschafft haben, die sind dann jetzt einfach ja, letztes Jahr oder jetzt im Laufe dieses Jahres dazugekommen mit diesen Mengen, die sie bei uns verbindlich bestellt haben. Gibt es auch noch Betriebe, die noch sehr kurzfristig Gas beschaffen müssen, die Sie damit nicht abdecken können mit Ihrem Angebot? Es gibt natürlich Betriebe, die noch nicht vollständig gedeckt sind. Dort müsste dann im Extremfall das dann am Spotmarkt gedeckt werden. Das gibt es sehr wohl. Da gibt es einfach unterschiedliche Strategien der Unternehmen. Die einen beschaffen Strom und Gas sehr langfristig. Die sind jetzt in einem absoluten Vorteil. Die haben sehr günstige Preise auf das kommende Jahr oder jetzt aktuell oder auch für den nächsten Winter. Oder es gibt welche, die haben einfach als Strategie sehr kurzfristige Beschaffung. Dort sind natürlich die Situationen bezüglich der Preise ja wirklich, ja fast schon, da muss man wirklich sagen, dramatisch.